So, Arashi, hier 8. Sieht aus wie ein, wenn wir uns das Bild anschauen. Hat der einen Torpedowerfer überhaupt? Da in der Mitte, da ist einer, ne? Und der da hinten, das ist auch einer. Bei Torpedowerfer. Single Guns, 3 Stück. Also ein Gunboard ist das nicht. 150mm Guns and Hydroacoustic Surge, unusual for a Japanese destroyer. The main part of this ship, ship's gameplay is conducting stealthy torpedo attacks. Ja. Also die 150mm Geschütze, auf die werden wir uns mal nicht verlassen. Auch wenn der Alpha typisch, oh, fast 4000 AP Alpha. War nicht verkehrt. 610mm. Video Tubes. 20.000, fast 21.000 Schaden. 8 Stück. Reload Time 112. Hat der ein Torpedo Reload? Engine Boost, Smoke Generator? Damage Control Party, Hydroacoustic Storage. Was hat die Arashi eigentlich für ein Concealment? Wahrscheinlich relativ gut, ne? Hä? Wo ist das denn? Surface Detectability, da. 6,8. Da kommst du auf 5,4, meine ich, ne? Typisch japanisch. Torpedoboot mit Hydro halt, ne? Gucken wir uns mal die RG an. Kreuzer. Das sieht schon wieder aus wie so ein richtig clunky Ding. The Aegir is a big cruiser with the same hull as Siegfried and armed with 9 305mm guns. He's especially efficient in fighting at close and medium ranges due to her torpedo armament and secondary guns with improved accuracy and relatively quick reload, which are uncharacteristically strong for the class. Wir haben einen Secondary Kreuzer. Warte, haben die eine Secondary Range? 7,6 Kilometer. Mit 7,6 Kilometer kommst du, glaube ich, auf die 11,3, ne? 1, 2, 3, 4. Ist halt nicht so viel. Anscheinend sind die super genau, stand ja hier. Dann noch Torpedos dabei. 2 Vierer. 13.000 Schaden. 65 Knoten, Reichweite 6 Kilometer. Also, mit dem willst du dich, glaube ich, nicht anlegen im Nahkampf. Ich sehe gerade nur nicht, wo die Torpedowerfer sind. Doch, da, hier. Da, wo meine Maus ist. Zwischen den Sekundärbatterien. Könnte bedeuten, dass man... Oh, da ist der Winkel aber kacke. Da ist ein Boot davor. Du kannst vielleicht... Ich weiß nicht, ich glaube, der Winkel ist schlecht. Müssen wir nochmal gucken. Weil es mit Secondaries funktioniert doch eh nicht. Ah, ich weiß nicht. Jetzt auch mit der Aufhebung der Beschränkung, der Verbesserungen, kannst du tatsächlich auch Secondary auf, also ein Secondary-Bild auf Kreuzern machen. Theoretisch. Wenn das dann so reinkommt. Vielleicht haben sie das auch tatsächlich berücksichtigt für das Schiff. Wer weiß. Ich finde es aber interessant, dass es ein Kreuzer mit Secondary gibt. An der Stelle treffen viele Granaten, das heißt, die werden ständig rausgeschossen. Ja, mal schauen. Mal schauen. Ich meine, das ist nicht so viel Secondary, was die da hat. Wenn die Ladezeit jetzt halt richtig geil wäre, so 3 Sekunden, dann wird es das wieder wettmachen. GK hat die 128er. Oh, Moment. Muss ich gerade mal schauen, was für eine Geschwindigkeit der bei der Nachlade hat. 3,2 Sekunden. Als 10er halt. Na, schauen wir mal. Ja, cool. Mal gucken, ob das funktioniert. So, Tier 10 European Destroyer Lapland, which has the same parameters as the Tier 10 Destroyer Halland, was added for the purpose of technical testing. Bla bla bla, alles was hier drin steht. All stats are listed without crew and upgrade modifiers, but with the best available modules. Weil viele immer sagen, Module, Verbesserungsmodule, es werden nicht die Verbesserungen gemeint hier gerade, ne? Sondern das hier, die eigentlichen Module des Schiffes. Das ist das Beste, was drin ist. Auch wenn es irgendwie Premium-Schiffe sind. Zumindest sieht das nach Premium-Schiffen aus. Die haben meistens gar keine anderen Module. Und es ist natürlich alles noch möglich, dass sich das ändert.